Schäfer spielte soeben ein Choralvorspiel zu »Mach hoch die Tür« von Johann Georg Herzog, der von 1822 bis 1909 lebte. Obwohl ich bereits 2012 darüber eine Liedmeditation für die besinnliche Einstimmung in den Advent geschrieben habe, ist dieses Lied erneut in den Fokus gerückt. Alte und neue Gedanken und Erfahrungen auf meinem Glaubensweg haben mich inspiriert, dieses Lied nach so langer Zeit wieder neu und anders zu entdecken. Natürlich hören wir auch andere musikalische Umsetzungen als damals. Die Bilder hingegen habe ich wiederverwendet. Damals erhielt ich sie von Professor Gall. Es war seine Idee, dass Christen dem vorweihnachtlichen Trubel etwas entgegensetzen sollten, damit der Advent auch als Advent erhalten bleibt. Daraus ist dieses Format über die Adventslieder entstanden, denn auch diese werden in der Öffentlichkeit durch die allgegenwärtigen und verfrüht verwendeten Weihnachtslieder immer weiter verdrängt. Sie bieten aber einen großen Schatz in der Vorbereitung auf das Geburtsfest Christi. Heute legen wir einen Schwerpunkt auf die Betrachtung des Bildes der Tore und Türen. Georg Weisel, der am 1. August 1635 starb, schrieb das bekannte Adventslied »Macht hoch die Tür« in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Eine Zeit, die alles andere als friedlich und geordnet verlief. Äußere Sicherheit und Wohlstand können also nicht der Antrieb zu Weisels Lied gewesen sein. Der Grund dafür muss tiefer liegen. Er kann sich nur in einem Glauben finden, der seiner Sache gewiss ist, der sich freuen kann, auch wenn die äußeren Umstände dazu wenig Anlass bieten. Drei Gedanken gehen mir sofort durch den Kopf, wenn ich diese Zeilen lese, die ich zur Entstehungszeit des Liedes gefunden habe. Erstens, auch wir sind aktuell mit Kriegen, Flüchtlingsgeschehen, Umweltschäden und Auswirkungen von Klimawandel konfrontiert. Und zwar nicht irgendwo weit weg, sondern in ziemlicher Nähe. Zweitens, auch in unserer Zeit werden äußere Sicherheit und Wohlstand in Frage gestellt, ob begründet oder nicht. Und drittens, der Glaube. Dessen Gewissheit wird heute, ca. 400 Jahre später, in unserem Umfeld mindestens in Frage gestellt, wenn nicht sogar abgelehnt. Inzwischen kommen wir mit Menschen verschiedener Glaubensrichtungen in Kontakt, am meisten aber mit Menschen, die keiner der Kirchen oder Glaubensrichtungen angehören. Teilweise mit ablehnender, uninteressierter, aber auch suchender oder fragender Haltung. Ein inhomogenes Erscheinungsbild eben. Glaube ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Da stellt sich die Frage nach offenen Türen und Toren noch einmal neu. Wir lassen uns zunächst an den Text des Liedes erinnern, indem wir uns die Strophen 1, 2 und 5 anhören, gesungen vom Gemeindechor. Es erklingt ein vierstimmiger Chorsatz aus unseren Tagen von Christian Matthias Heiß, der 1967 geboren wurde. Thank you.
rufen wir uns ins Gedächtnis, was wir gerade gehört haben. Das Lied beginnt mit einem Zitat aus Psalm 24 in Anlehnung an die Übersetzung Martin Luthers. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Ursprünglich gehört der biblische Text zu einer israelitischen Liturgie, möglicherweise anlässlich der Feier des Einzuges der die Gegenwart Gottes verkörpernden Bundeslade in den Tempel. Die Kirche griff den Text bereits früh auf und erwartete im Advent den König der Ehren mit dem Ruf: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Formal und inhaltlich gehören die ersten vier Strophen eng zusammen. In Strophe 1 und 2 steht das Bild des einziehenden Königs im Mittelpunkt. Der König wird selbst in Strophe 1 mit Begriffen wie Herrlichkeit eines universalen Königs, nämlich König aller Königreich, beschrieben, der Heil und Leben bringt. Die Begriffe Sanftmütigkeit, Heiligkeit und Barmherzigkeit, wie wir sie in Strophe 2 gehört haben, beschreiben den König näher. Seine Eigenschaften könnten unmittelbar dem Menschen zugutekommen. Er ist ein Helfer. Er wirkt so, dass unsere Not ein Ende hat. Jeder kennt Situationen, in denen so ein Helfer sehr willkommen wäre. Sein Eintreffen ist Anlass zur Freude. In Strophe 5 wird das Bild des Königs verlassen und der andere Titel gewählt, der aber bereits in den Strophen 1 und 2 anklingt: Mein Heiland Jesu Christ. Zu ihm wird eine persönliche Beziehung aufgebaut. Es geht um mein Herz und die Sprachform wechselt in ein Gebet. Komm, o mein Heiland Jesus Christ. Dass solche Bitte alle Menschen meint, zeigen die Worte: Dein Heiliger Geist uns führ und leid. Mit dem Lob Gottes endet diese Strophe. In Strophe 3 und 4 sind es die Orte, an denen er einzieht. Diese werden immer persönlicher. Von der Welt über Land und Stadt zum Herz des einzelnen Menschen. In Land und Stadt, also in das öffentliche Leben, zieht dieser König ein. Aber auch in den privaten, persönlichen Bereich, in das Herz, das mit Freude und Wonne reagiert. Es handelt sich dabei um euer Herz und den Einzug zu euch. Und die Öffnung des Menschen für den König wird erwartet. Verbunden werden die ersten vier Strophen durch den Refrain: Gelobet sei mein Gott. Es ist der Lobgesang eines einzelnen Menschen, der nun in den Gesang vieler Menschen einstimmt. Diese letzten zwei Zeilen bilden jeweils trinitarische Anrufung. Gott wird in den ersten drei Strophen als Schöpfer, Vater, Heiland, Sohn und Tröster, Heiliger Geist, gelobt. In der vierten Strophe kommen dann alle drei Attribute zusammen: voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Weil die Strophen 3 und 4 etwas mit uns persönlich zu tun haben, wollen wir sie auch selbst singen. Vor jeder Strophe spielt das Quartett einen Streichersatz von Patricia Reimann, dann singen wir sie gemeinsam mit der Orgel.
Nachdem wir das gesamte Lied gehört bzw. gesungen haben, wollen wir etwas über seine Entstehung und die biblischen Grundlagen erfahren. Das Lied entstand vor circa 400 Jahren in Ostpreußen und ist inzwischen in so gut wie allen Gesangbüchern christlicher Kirchen und Glaubensgemeinschaften zu finden. Über die Entstehung des Liedes berichtet Weisel selbst. Neulich, als der starke Nordoststurm von der nahen Samlandküste herüberwehte und viel Schnee mit sich brachte, hatte ich in der Nähe des Domes zu tun. Die Schneeflocken klatschten den Menschen auf der Straße gegen das Gesicht, als wollten sie ihnen die Augen zukleben. Mit mir strebten deshalb noch mehr Leute dem Dom zu, um Schutz zu suchen. Der freundliche und humorvolle Küster öffnete uns die Tür mit einer tiefen Verbeugung und sagte: Willkommen im Hause des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Sollen wir nicht hinausgehen auf die Straßen an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen? Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Nachdem ich den Schnee von meinem Gewand abgeschüttelt hatte, klopfte ich dem Küster auf die Schulter und sagte: Er hat mir eben eine ausgezeichnete Predigt gehalten. Wir blieben im Vorraum des Domes, bis sich das Unwetter ein wenig legte. In der Zwischenzeit sah ich fortgesetzt zu dem hohen Portal und da kamen mir die ersten Verse in den Sinn. Zu Hause beendete ich es in kurzer Zeit. Dem Liedtext zu Macht hoch die Tür liegen Verse aus dem 24. Psalm, die Verse 7 bis 10, zugrunde. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Mit den Türen sind die Tore des Tempels zu Jerusalem in altisraelitischer Zeit gemeint. Bemerkt man dies, so kann man verstehen, dass Georg Weisel seinen Liedtext für die Einweihung seiner Pfarrkirche schrieb. Die Tempel, also die Gotteshäuser, sollen dem Herrn geöffnet werden. Jesus möchte bei uns einziehen, in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden. Was hat das mit uns zu tun? Bedenken wir die Textstelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17, werden wir daran erinnert, dass es nicht nur Tempel aus Stein gibt. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer aber den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Das seid ihr. Das bedeutet, dass Gott auch bei uns Menschen einziehen will. Sowohl in den Liedstrophen 4 und 5 als auch in den ersten Versen des genannten Psalms wird geschildert, wie wir zum Tempel Gottes werden können. Daher werden wir auch nicht nur die Verse 7 bis 10 hören, sondern den vollständigen Psalmtext, auf den wir jeweils mit dem Kehrvers gemeinsam antworten. Ich bin froh,
sind heute die Kirchen und Gebetshäuser der Christen. Es sind die Orte, an denen die Gemeinde den Advent, das Kommen Gottes, seinen Einzug feiert. Gott, den Weg für sein Kommen zu bereiten, ist das Thema des Liedes. Gott soll den Eindruck gewinnen, ich bin eingeladen, ich werde erwartet und bin willkommen. Die Tempel- oder Kirchentüren können für den einziehenden Gott nicht hoch und weit genug sein. Wir als Gemeinde sollen einladend und lebendig sein. Auf jeden Fall nicht eng, ängstlich, unfroh, selbstzufrieden. Wir sollen Gott zeigen, dass in unseren Gemeinschaften die biblische Botschaft gelebt wird, in aller Vielfalt, Gottesfürchtigkeit, Spiritualität, Nächstenliebe, Achtsamkeit und Fürsorge, mit Verkündigung und Seelsorge, mit Ermahnung zum Guten, Auseinandersetzung mit Verfehlungen und Barmherzigkeit, Dankbarkeit und Freude. Dann sollte Gott den Weg in unsere Gemeinden finden können. Und dorthin werden dann auch Menschen finden, die ihren Glauben in einer Gemeinschaft leben wollen oder die auf der Suche nach einem Weg mit Gott sind. Wir sind dafür verantwortlich, dass sich Menschen angesprochen fühlen, dass sie einen Ort und eine Gemeinschaft für ihren Glauben finden. In der heutigen Zeit begegnen uns offene Tore so gut wie nicht mehr. Fast niemand lässt mehr Türen oder Tore offen stehen, sodass jeder freien Zutritt und freie Sicht auf das hätte, was hinter dem Eingang zu finden ist. Manche schließen ihre Tür zwar, aber sie schließen sie nicht ab. Früher war das fast überall auf den Dörfern der Fall. Man klopfte oder klingelte. Wenn keiner kam, öffnete man und rief, ob jemand zu Hause ist. Man wartete auf eine Antwort und ging wieder, wenn keiner im Haus war. Man machte sich keine Gedanken darüber, dass etwas abhanden kommen oder jemand in die Privatsphäre eindringen könnte. Man ging davon aus, dass Besucher einfach wiederkämen, wenn sie niemanden angetroffen haben. Was für ein Vertrauen! Im Privatbereich hat sich das inzwischen geändert. Spontanen Besuch gibt es fast nicht mehr. Es gilt fast als unanständig, ohne Absprache zu kommen. Und Türklinken, die man von außen öffnen kann, wurden durch Knaufe ersetzt. Öffnen geht nur mit Schlüssel oder von innen. Und wie sieht es mit und in unseren Kirchen aus? Immer häufiger steht man vor verschlossenen Türen. Manchmal, an verschiedenen Urlaubsorten schon erlebt, findet man einen Zettel im Schaukasten, wen man nach dem Schlüssel fragen kann. Eine weit verbreitete Praxis im ländlichen Raum. Pfarrhäuser sind nicht mehr überall bewohnt. Der Vandalismus hat zugenommen. Aufsichtspersonen finden sich nicht überall. Die Gegebenheiten haben sich geändert und Ideen sind gefragt. An manchen Orten hat man Gittertüren eingebaut, sodass wenigstens ein Blick in das Innere gewährleistet ist. Es ist nicht überall so, aber der Eindruck bleibt, dass Kirche sich sprichwörtlich verschließt. Wie verhält es sich mit dem, was wir als eine lebendige Kirche bezeichnen? Wie wirken Gemeinden auf Besucher oder Gemeindemitglieder? Wie offen zeigen sich die Mitarbeiter im Haupt- und Ehrenamt, die Gemeinde insgesamt oder der einzelne Christ? Welche Anstrengungen unternehmen wir für unseren biblischen Auftrag der Verkündigung und Seelsorge? Denn das ist es, was die Stichworte im Psalm und Lied ansprechen. Wie kann ich mich als Tempel des Herrn für Gott öffnen? Was verbinden wir mit reinen Händen und einem lauteren Herzen?
Hinterfragen wir trügerisches Handeln oder Festhalten an Nichtigem? Was können wir ändern, um Türen und Herzen zu öffnen? Dort, wo wir dem Leid des Nächsten nicht ausweichen, da begegnen wir Gott, predigte kürzlich ein Pfarrer im Fernsehgottesdienst. Diesen und unseren eigenen Gedanken wollen wir Zeit geben, wenn wir eine moderne Bearbeitung unseres Liedes von Konrad Zeisberg für Klavier hören. Geschlossene Türen bergen die Gefahr der Abgrenzung, der fehlenden Willkommenskultur oder Ausgrenzung. Offene Türen können das verhindern. Offene Türen bedeuten aber auch, dass sie nicht nur als Eingänge, sondern auch als Ausgänge genutzt werden. Sie ermöglichen sowohl Zuflucht als auch Flucht. Was tun, wenn Menschen die offenen Türen auch zum Gehen nutzen und nicht wiederkommen? Das wird reichlich praktiziert. Diese schmerzhafte Erfahrung machen viele christliche Gemeinden nicht erst seit Corona oder dem Missbrauchsskandal. Immer mehr Menschen verlassen unsere Gemeinden aus den unterschiedlichsten Gründen.
Auch hier müssen wir uns anfragen lassen, warum die vielen Menschen ihren Glauben nicht mehr in unseren christlichen Gemeinschaften leben wollen oder können. Denn meistens wollen sie ihren Glauben gar nicht ablegen. Das Fernbleiben ist nicht nur mit kirchlichen Strukturen oder Verfehlungen von Amtsträgern zu erklären. Was kann jeder Getaufte nicht nur als Haupt- oder Nebenamtlicher dazu beitragen, dass unser Miteinander ehrlich, glaubwürdig, wohlwollend und achtsam gelingt? Wann begeben wir uns in die Zwänge von Formalismus, Aktionismus oder Beliebigkeit? Genügen wir uns selbst? Verlieren wir über der Sorge um den Erhalt des Status quo den Blick für das, was uns Christen aufgetragen ist? Leben wir die Hoffnung, zu der wir berufen sind, und ermutigen wir uns selbst und gegenseitig zum Vertrauen auf den Heiligen Geist? Vermitteln wir, dass wir eine frohe Botschaft haben? Wie können wir erreichen, dass die Menschen in unseren Gemeinden bleiben und ihren Glauben dort leben können, dass sie teilhaben an der Gemeinschaft, sich wertgeschätzt fühlen, sich verstanden wissen und ernst genommen, aber auch getröstet, wenn man vermutet, dass jemand leidet? Wie erkennen wir das Leid anderer? Wie können wir sensibel werden dafür, dass wir Leid erkennen? Und wie gehen wir mit Leidenden um? Wie erfahren andere Menschen von unserer Botschaft, unserer Glaubensgemeinschaft? Und wie es uns mit der gelebten Botschaft ergeht? Auch über diese Frage lohnt es sich nachzudenken und unser Erscheinungsbild als einzelner Christ und christliche Gemeinschaften zu reflektieren. Können wir es schaffen, dass offene Türen das Wiederkommen ermöglichen? Machen wir die Türen hoch für alle Suchenden, Interessierten, Unwissenden oder Zweifelnden? Für diese Gedanken nehmen wir uns Zeit, während Konrad Schäfer und Christel Wolf-Loy drei Variationen zu Macht hoch die Tür, gesetzt von Josef Michel, mit Blockflöte und Orgel erklingen lassen. Thank you.
das Lied zum tatsächlichen Türöffner wurde, erzählt folgende Geschichte des Textdichters. Erstmals gesungen wurde es am 4. Adventssonntag des Jahres, in dem es Georg Weisel schrieb, und zwar vor dem Gartentor des Geschäftsmannes Sturges. Das geschah deshalb, weil dieser ein an sein neu erbautes Schlösschen angrenzendes Wiesengrundstück erworben, mit einem Zaun versehen und die Tore fest verschlossen hatte. Damit war den Leuten aus dem Armen- und Siechenheim nicht nur der nahe Weg in die Stadt versperrt, sondern auch der zur Kirche. Sie mussten jetzt eine weite, mühevolle Strecke zurücklegen, für deren Bewältigung die Kräfte vieler Heimbewohner nicht mehr ausreichten. Die Forderungen der Stadtväter und zahlreicher Bürger, die Gartentore zu öffnen, stießen bei Herrn Sturges auf taube Ohren. So schritt denn an jenem 4. Adventssonntag nicht nur der Kurrendechor zu Sturges Haus, sondern es schlossen sich auf Vorschlag des Pfarrers zahlreiche arme und gebrechliche Leute aus dem Heim den Sängern an. Mit ihnen selbstverständlich auch der Dichter. Nachdem der Chor vor dem Gartentor des Geschäftsmannes Aufstellung genommen hatte, hielt Weisel eine kurze Predigt. Mit großem Ernst sprach er von der hochmütigen Verblendung, mit der viele Menschen dem König aller Könige, der ja auch das Kind in der Krippe sei, die Tore ihres Herzens versperrten, sodass er bei ihnen nicht einziehen könne. Mit erhobener Stimme fuhr er fort: Und heute, lieber Herr Sturges, steht er vor eurem verriegelten Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an bei eurer Seele Seligkeit, öffnet ihm nicht nur dies sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Er hatte das letzte Wort noch nicht ausgesprochen, als der Chor zu singen begann. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Sturges stand wie angewurzelt. Kurz vor Beendigung des Liedes aber, die Sänger sahen es mit Erstaunen, griff er in seine Tasche und brachte einen Schlüssel zum Vorschein, mit dem er die Gartentore aufsperrte. Und von diesem Zeitpunkt an wurden sie nie mehr verschlossen. Die Heimbewohner hatten ihren kurzen Weg zur Kirche wieder, der noch lange Zeit Adventsweg genannt wurde. Während des Orgelchoralvorspiels von Robert Jones, gespielt von Konrad Schäfer, können wir überlegen, ob man später wohl auch Türöffnergeschichten von uns erzählen kann. Thank you.
Wie bereiten wir unser Herz zum Tempel? Wie sehen unsere Zweiglein der Glückseligkeit aus, damit sichtbar wird, dass der Herr willkommen ist? Du willst kommen, aber du willst nicht nur in unsere steinernen Gotteshäuser einziehen. Du willst in unseren Herzen Wohnung nehmen. Dafür wollen wir uns im Advent vorbereiten. Möge es uns gelingen, unsere Bemühungen sichtbar zu machen, wie Türschmuck. Dafür brauchen wir Gottes Beistand. Wir bringen unsere Bitten vor ihn und rufen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Türöffner sein und öffne unsere Herzen, damit sie zu deinem Tempel werden können, in den du einziehen willst. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Türöffner sein und schenke uns Offenheit für unsere Nächsten, Interesse an ihrem Leben, Teilnahme an ihren Freuden und Ängsten und lass uns die richtigen Formen und Worte dafür finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Türöffner sein und schenke uns den Mut, Menschen anzusprechen, auch wenn uns die Worte fehlen, weil uns die Situation überfordert und wir Angst haben, wir könnten etwas Falsches sagen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Türöffner sein und gib uns persönlich und unseren Gemeinden die Kraft, sich von Gewohntem zu trennen, wenn es uns hindert zu dir, und den Mut, Neues zu wagen, wenn es uns näher bringt zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Türöffner sein, indem wir dein Wort immer wieder neu entdecken und in unserem Leben zur Entfaltung bringen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns Türöffner sein für den Frieden in unserem unmittelbaren Umfeld und über unseren Wirkungskreis hinaus. Hilf, dass die Menschen es schaffen, die Kriegsherde dieser Welt zu befrieden und das Leid, das daraus folgt, zu beenden. Wir bitten dich, erhöre uns. Unsere persönlichen Bitten bekommen Raum in dem Gebet, das uns alle vereint. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch ihr vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns aus dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Nun sind wir bald am Schluss angelangt. Bevor wir aber auseinandergehen, möchte ich Dank an alle Mitwirkenden sagen. An den Instrumenten hörten wir Konrad Schäfer, Christel Wolloy, Ulf Schellbach, Patricia und Coretta Reimann, Sigrun Leiber und Konrad Zeisberg. Dem Psalm sangen Ellen und Ulf Schellbach. An der Technik wirkten mit Claudia Vanierke und Klaus Held, Sprecherin war Gerlinde Höfert. Nach dem Schlussgebet und dem Segen hören wir noch einmal Konrad Schäfer mit einer Orgelimprovisation über unser diesjähriges Lied. Nun lasst uns beten. Herr, wenn du klopfst, wollen wir dich einlassen. Sei bei uns, wenn wir uns auf dein Kommen vorbereiten. Schenke uns die Kraft, uns immer wieder neu von dir anfragen zu lassen. Lass uns immer wieder den Blick darauf lenken, ob unser Herz für dich bereit ist. Mit dem Liederdichter bitten wir, dein Heiliger Geist uns für uns leid. Öffne unsere Herzen,
rufen wir mit dir Weisheitswörtern. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehre. Es segne und behüte uns,